einem visuellen Zeitalter und der Bedarf nach Visualisierung, der steigt. Da gibt es ja einerseits sehr konkrete Profile und Jobs, aber es gibt eben auch einiges an Perspektiven, die noch deutlich darüber hinausgehen. Als Illustrator kommt man eben auch in die Situation, nicht nur Geschichten zu erzählen, sondern auch ganz viel zu erklären. Da ist das Thema Big Data eine große Sache, das ist sehr aktuell und das ist eben eine der Dinge, auf die man sich als Illustrator wirklich noch einstellen kann. Es gibt eben Arbeitsverhältnisse im Bereich Illustration in der Anstellung, bei Agenturen oder bei wissenschaftlichen Instituten. Das ist sehr vielfältig. Die meisten Illustratoren suchen aber gerade eben auch die Unabhängigkeit und machen sich selbstständig. Also um erfolgreich auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft bestehen zu können, sollte man eben einerseits natürlich Handwerkszeug haben, aber es gehört eben auch sehr viel Pioniergeist dazu, also auch so ein Sinn fürs Abenteuer. Und auch das gehört zu den Dingen, die man im Illustrationsstudium lernt. Also über Projekte, über selbstständig organisierte Prozesse kommt man in die Lage, irgendwann seine Dinge selber eben auf den Weg zu bringen. Wir haben auf das Berufsbild des Illustrators oder der Illustratorin eben auch Effekte durch Digitalisierung. Also ich empfinde Digitalisierung, auch wenn es eben die Märkte verschiebt und auch einen Teil unserer Kunden betrifft, doch als eine große Chance.